Ja, hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich die Trinket 2M-Größe von Modes and Shapes, die Form, verwenden und ich möchte eine Art Crackle-Web-Effekt erzielen mit Gold. Und ja, ich fange hier einfach an, gieße praktisch in diese Vertiefung erstmal klares Harz. Ich wollte da kein Glitter reingeben. Ich wollte eher so ein bisschen mit Effekten arbeiten, hab halt, also hoffe halt, dass ich da so eine Art Crackle-Effekt an dem Rand erziele, weil mir gefällt das persönlich besser. Ich mag nicht immer zu viel Glitter. Ich denke manchmal, weniger ist mehr, aber es ist natürlich Geschmackssache. Das ist ja so, wie ich das jetzt gieße. Und dann nehme ich mir noch mal ein bisschen klares Harz. Ich wollte das jetzt erstmal schön in die ja, in diese Vertiefung geben und gebe dann noch mal das klare Harz am Rand entlang. Was ich im Nachhinein besser finde, ich hätte besser eine ganz dünne Schicht Harz unten drunter gegossen, aber und den ganzen Boden verdeckt. Aber warum ich das sage, dazu kommen wir später. So, jetzt gebe ich erstmal schön mein klares Harz am Rand entlang. Da habe ich gleich noch eine Lücke und da muss ich noch ein bisschen aufschließen und dann komme ich dann auch nachher zu meinen Farben. So, die erste Farbe, die ich verwende, das ist das Wildfire. Das ist ein Hypershift Metallic Pulver von Dippon. Ich finde die unheimlich toll. Die hat so einen bärenhaften ja, Effekt, aber auch so kupfergoldmäßig und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich hier Gold, das ist Metallpulver von Etta Art. Und dann habe ich noch ein Mica und das ist das Cherry Blossom. Das ist von Laura's Art Corner. Ich nehme praktisch jetzt meine ganzen Farben und gebe die so abwechselnd in ein Becherchen hinein. So ähnlich wie ich das in dem Crackle-Effekt so mit den Resin-Inks oder mit den Pigment-Drops schon gemacht habe. Diesmal halt mit den Pulvern und ja. Ich gebe das alles so schön in meine Form rein und dann fange ich nachher an, den Rand zu gießen. So, jetzt bin ich auch endlich fertig. Und jetzt gebe ich das Ganze praktisch am Rand entlang. Und ihr habt gesehen, dass ich den Becher immer noch so ein bisschen drehe. Und damit hoffe ich halt, dass nicht nur eine Blockfarbe rauskommt, sondern dass ich so ein bisschen, ja, so einen geriffelten Effekt habe, dass alle Farben gleichmäßig, ja, aus dem Becher strömen. Und hier seht ihr schon mal, was ich so ein bisschen meine, dass ich besser den Boden komplett mit dem klaren Harz bedeckt hätte. Weil wenn ich jetzt aufgieße, seht ihr unten drunter, hat sich dann natürlich das farbige Harz gefangen und das geht auch nicht wieder ganz weg. Das Harz arbeitet zwar noch und es ist nicht ganz so extrem also im Endergebnis, aber man wird es noch sehen und beim nächsten Mal bin ich auch klüger. An sich weiß ich das auch. Aber ich habe da das hier natürlich nicht eingeschaltet. So, jetzt habe ich hier meinen Weißmix und das Weiß habe ich nicht zu opak angemischt, aber natürlich auch nicht zu dünn. Und das Weiß ist die Pigmentpaste, das Riesentint Max, auch von Etta Art. Und das gebe ich hier so am Rand entlang. Das Harz, was ich verwende, ist das Ultracast. Das finde ich sehr, sehr toll für diese Effekte. Und ich gieße hier noch lustig mein Weiß
in die Form, bis der Becher halt so gut wie leer ist. So, und dann lasse ich das Ganze so arbeiten, gehe nochmal eben kurz mit meinem kleinen Sturmfeuerzeug darüber, sehe zu, dass die Blasen kaputt sind, die noch eventuell auf der Oberfläche sind. Und dann lasse ich einfach das Harz arbeiten. Im Hintergrund, und deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt auch noch die Kamera laufen lassen, überlege ich, was kann ich in die Mitte tun. Also nehme mir da auch erst so Silbercracks, aber dann, also die so ein bisschen ins Champagnerfarbene sogar schon reingehen. Aber dann war das doch nicht so das Richtige. Und ich habe mich hinterher von Laura's Art Corner für die Rose Gold holographischen Glitzer entschieden. Und habe da noch ein bisschen, ich habe so ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Mica ist oder auch ein Glitzer, Druzy mit reingegeben, damit ich nochmal so einen kleinen Glanz dazu habe. Ja, da seht ihr gleich meine Hand, wo ich da gucke mit den Glassteinchen. Also der Part, da müsst ihr mit mir Nachsicht haben. Ich weiß nicht, warum ich das da noch nicht schneller gemacht habe, aber es kommt gleich. Ich hoffe, das macht euch nichts aus, aber manchmal ist das so, wenn man ein Video zusammenschneidet. Und ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall hier den Schnelldurchlauf und ihr seht wirklich, wie das Harz arbeitet, wie sich das Ganze schön, ich glaube, das Ganze hat dann ungefähr eine halbe Stunde gedauert, in die Mitte zieht. Und ich musste vorher abbrechen, weil ich brauchte wirklich mein Telefon. Und ihr seht jetzt da in der Mitte, dass ich dann da auch noch ein bisschen mit dem Dotting-Tool nachgeholfen habe. Aber es hat sich wirklich sehr gut in die Mitte gezogen. Und das ist 24 Stunden später. Und schaut mal, ich bin total begeistert. Gold hat zwar Überhand genommen, man kann ein paar Farben noch erahnen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr schön, bis auf da, wo wirklich das Harz unten am Boden kleben geblieben ist. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber nun gut, es ist so. Nächstes Mal bin ich schlauer, aber ich bin mit dem Endergebnis wirklich sehr, sehr zufrieden. Und jetzt gleich kommt nochmal eine kleine Nahaufnahme, ein kleiner Endfilm vom Endprodukt. Und seht mal mit diesen ganzen Effekten und auch mit dem Glitzer in der Mitte. Ich bin super zufrieden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich kann euch Anregungen zum Nachmachen geben. Es macht auf jeden Fall einen Heidenspaß. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich sag mal, bis dann. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.